Es ist traditionell eine der ersten großen Filmpreisverleihungen des Jahres. Doch neben viel Glamour wird die 75. Ausgabe der Golden Globes an diesem Abend vor allem vom größten Missbrauchsskandal in der US-Filmindustrie überschattet werden. Proteste gab es bereits bei der BAFTA-Party am Vorabend in Kalifornien. Die Zeit sei endlich reif. Es gebe derzeit eine Eigendynamik. Dieser Tag stehe im Zeichen der Solidarität mit allen, mit den Männern und Frauen der Filmindustrie sowie im ganzen Land. Ich bin stolz auf all diese Frauen. Die Zeit gehört ihnen. Sie sind zu lange mit dem Problem allein gelassen worden. Jetzt ergreifen sie das Wort und befreien sich dadurch. Sie müssen auf das Problem aufmerksam machen. Als ich den New York Times Artikel las, in dem Salma Hayek von sexuellen Belästigungen durch den Produzenten Harvey Weinstein berichtet, war ich geschockt. Ich kenne sie sehr gut. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich Weinstein nicht nur geschlagen, sondern umbringen lassen. So werden bei der Golden Globes-Verleihung an diesem Abend in Beverly Hills die Stars auf dem roten Teppich wohl weniger über die Designer ihrer Kleider reden, als auf sexuellen Missbrauch sowie auf den Time's Up-Fonds aufmerksam machen, der Betroffene rechtlich unterstützen soll.